Brain Fever, Folge 41. Ist das so? Ja. Wow, wir sind über die 40 rüber. Also es sei denn, du hast gerade eben die falsche Folge angeschaut. Nee, das war schon richtig. Ja, dann ist es jetzt 41. 41, Wahnsinn. Mhm. Mal gucken, ob wir es in unter 100 Folgen bis ins Jahr 2010 schaffen oder ja, 2020. Bestimmt. Sollte klappen. Wir wollen ja hier auch nochmal ein anderes Spiel spielen irgendwann. Also richtig, Brain Fever 2 dann. Bis dahin. Genau. Ja, es ist wieder Zeit für Eisenbahngemauschel. Richtig. Wir haben das letzte Mal zwar hier diese schöne blaue Linie Kött-Mo von Köttwitz durchs halbe Land gezogen bis nach Motzen, um endlich mal eine unserer größten Städte anzuschließen. Richtig. Nach langer Zeit. Aber wir haben gerade gemerkt, dass zwar die Eisenbahn schon fährt, aber niemand dahin kann. Ja. Und warum steht denn die Straßenbahn hier eigentlich so lange? Weil sie gerade geruckelt hat. Jetzt fährt sie wieder, ich wollte schon sagen. Genau, deswegen schließen wir jetzt das allererstes, bevor wir es vergessen, das mal an hier. Wir gucken, ob du gleich die große... Naja, die ganz große nämlich nicht, aber für so eine Seitengeschichte. So. Ja, vielleicht noch einen Busbahnhof, falls wir einen brauchen. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich kann ja mal einen hinsetzen. Platz ist ja genug. Vielleicht auf der Unterseite einfach. Na? Das geht nicht. Ach, also. Und dann würde ich gucken, ob ich die noch ein bisschen näher hier drüben setzen kann. Ich glaube, das haben wir schon versucht, oder? Ich probiere es nochmal. Wahrscheinlich mache ich damit jetzt alles kaputt. Ja. Spielstütz ab. Nee, guck. Geht. Warum hast du denn so weit weggebaut? Entschuldige mal. So. Hat er gleich übernommen. Schlaues Spiel. Manchmal. Manchmal kannst du es. Manchmal, ne? Schlau. Gefällt mir gut. Dann haben wir das. Sehr schön. Wir haben in der Pause eben schon mal so ein bisschen, die ganzen roten Zahlen. Das ist schon böse, ne? Wir haben ein paar Fahrzeuge ersetzt, das ist hier wieder alles, ich kann es euch ja mal zeigen. Also hier ist nicht mehr viel altes Zeug da. Das sind alles Fernbuslinien. Wir haben aber noch keinen besseren Bus, nee, deswegen... Das kommt erst in 5 Jahren oder so. Ja, lassen wir die nochmal 5 Jahre fahren. Haben sie jetzt Pech gehabt. So, jetzt gucken wir uns mal hier so kurz ein bisschen an, wie es hier aussieht. Boah, ist das schön groß. Ja, ich mach das mal hier kurz zu. Mit unsere krasseste Hauptstadt. Ja. Da sollten wir vielleicht auch mal überlegen, die Linien zu verändern, dass wir vielleicht auch hier hinten das Gebiet erschließen können. Hier drüben auf der anderen Seite, das ist mittlerweile eigentlich auch. Weil die Stadt ist so groß und wir haben nur 2 kleine Ringe hier drin. Ja, ja, das Problem ist halt immer, dass so eine Zweitlinie immer unerfolgreich ist. Also die sind auch nur so erfolgreich hier, die beiden Tramlinien, weil da sonst nichts fährt. Ich wette, wenn wir jetzt hier noch eine Linie bauen, die dann irgendwie da so rüber fährt und sich da irgendwie so ein bisschen überschneidet, die wird immer Minus machen. Also egal, was wir tun. Die erschließt es halt. Das bringt uns natürlich mehr Passagiere für die Züge und so. Aber wir dürfen uns nicht erwarten, dass wir damit Geld verdienen. Also auf keinen Fall. Habe ich erfahrungsgemäß noch nie geklappt. Eine zweite Linie, die auch irgendwie Geld macht. Mehr als plus minus null. Können wir aber auf jeden Fall demnächst mal probieren. Aber hier stehen auf jeden Fall schon eine Menge Leute an den... An der Tramhaltestelle. Du kannst ja nochmal jeweils eine Tram raufschmeißen, wenn du magst. Ich schmeiß die jetzt mal da fett drauf, ey. Wie viel haben wir da dran? Na gut, wir sind aber auch die kleinen. Kauf die einfach noch mit drauf. Ja. Also so viel schlechter sind jetzt auch nicht. Das stimmt. Da gibt's Schlimmeres. So. Ersetzen wir dann, wenn die nächste geile Tram kommt, sowieso. Ja. Zack. Gut, dann macht mal, Jungs, macht mal. Hier das Ölding, das hatten wir ja vor 5-6 Folgen dann wieder auf Straße, ist nur so ganz gut. 402.000. Na gut, das haben wir jetzt, ist schon okay. Die andere, das ist ja nur die Zulieferdingens. Die ist kürzer, ja. Die ist nicht so, ist die kürzer? Die ist kürzer. Die ist, ja, die bringt ja auch nur das Benzin dahin. Und außerdem fahren die hier alle direkt hintereinander, was auch irgendwie ein bisschen komisch wieder ist. Ja, weil du die alle mit einmal raufgeworfen hast. Ich weiß. Aber jetzt mal gucken, so halt schlimm ist es jetzt auch nicht. Nicht schlimm ist es nicht, aber ich kann die ja einfach mal ganz kurz anhalten. Solange wir jetzt mal hier sind, machen wir mal 10 Sekunden, lassen wir ihn einfach mal kurz stehen. Und dann den dahinter halt auch noch. Oh, wir haben was Neues, haben einen geilen, superschnellen Zug, der ein bisschen aussieht wie der Zug aus Snowpiercer. Ja. Von der Form her. Ich glaube, ich habe schon mal geguckt, der kann jetzt aber hier richtig schnell fahren. Aber wir haben keine Anhänger, die das können. Wir haben noch keine Anhänger. Wir können das gleich mal nachschauen. Ich lasse erstmal noch kurz den Laster hier beladen. Und dann haben wir die ein bisschen wenigstens auseinandergezogen hier, die Jungs. So minimal. Ist da noch einer, ja, ne? Dahinter ist leider noch einer, ja. So. Dann zieh halt auch den letzten auch nochmal an. Ja.
Dum-di-dum-di-dum, wir zählen nochmal bis 5 oder so. 1, 2, 3, los, fahr los. Ja. Jetzt ist schon wieder genug da. 5 und fahr. Gut, wir gucken mal in so ein Eisenbahndepot. Depot. Hier haben wir doch eins. Schauen wir uns mal den neuen Zug an. Der neue Zug ist ein Schnellzug-Dampflokomotive, also Gott sei Dank kein Elektrozug. Das ist ja ein bisschen unser Problem, dass wir die noch nicht ausgebaut haben, die ganzen Schienen. Ja, das ist aber auch nicht so schlimm, oder? Das dauert aber teilweise wirklich lange bei den langen Strecken, die wir haben, weil da jedes kleine Fitzel hier muss man ja einzeln anklicken und wenn man dann eins vergisst, einen so einen kleinen Übergang, und ich dann sucht man sich dumm und dann darf da auch kein Zug drauf sein, ne? Da darf möglichst kein Zug drauf sein. Ja. Nee, also ja, es ist ein bisschen problematisch tatsächlich. Hat den Geschwindigkeitsrekord von 201 km/h aufgestellt, aber kann bei uns nur 145 fahren. Ja. Schade. So, und unser schnellster Waggon fährt 120. Also so ganz so schnell wie der ist es nicht. Ja. Leider, aber also da ist eine Kombination aus... Es ist alles immer so ein bisschen problematisch, weil der Waggon ist genau intermediate, so ja, genau dazwischen, zwischen dem Zug und den anderen. Na, dann anderen, den schnelleren, ganz klar. Wenn wir dann einfach mal Züge nehmen. Wenn wir dann mal neue Züge irgendwie kaufen, aber der ist auch nicht viel teurer. Also wir haben ja momentan, glaube ich, haben wir den, haben wir relativ viel, oder? Den, ja. Den, glaube ich, ne? Und der kostet ja nicht viel weniger als der, also ja, im Jahr. Das ist schon, also kostet einmal. Siehst ja da drüben, dass wir den immer haben. Ja, stimmt. Ja, hätte ja auch einfach mal rüber gucken können. Aber 4 Millionen haben wir eben hier. 3 Millionen, okay, also wir verdienen ein bisschen was. Ja. Mit den Zügen. So, jetzt mal gucken, was ist denn unser nächstes Projekt? Geld genug haben wir ja. Ich kann mal wieder auf normale Geschwindigkeit setzen. Ja, also wir wollen ja da die blaue Linie von Königswinter über Motzen nach Schnellinzienlinie, also noch so ein bisschen rüberschieben. Und wir haben da, glaube ich, schon so einen Tunnel gezogen von Motzen nach oben. Der guckt da oben aus dem Berg, was ein Stück weiter rechts. Der da. Da drüben. Ach, da hinten. Und der muss jetzt so irgendwie... Irgendwie hier so lang. Ohne, dass die Geschwindigkeit hier auf 0 gesetzt wird. Ja, also so wenigstens so knapp 100 wäre gut. Irgendwie. Ja. Frage ist nur, wie. Ich versuch's mal. Genau. Sonst mache ich das nächste Folge. Ah, ich merke schon, du bist heiß. Du ich willst bin spielen. Heiß, ja. Nick kommt hier rein. Ja, das mache ich nach. Das mache ich alles. Das mache ich. Bin ich dabei. So, am besten mit einer Brücke. Das unbedingt ist gut. Einfach über die Straße. Ja. Einfach über die Straße rüber. Guck mal, was, wenn du einen Bogen bis zum Bahnhof setzt oder so, wer den am besten baut. Ja, das geht doch so. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Bin ich so bei 170 oder sowas? Das sieht doch wirklich gar nicht schlecht aus. Dann kommst du da einfach rüber. Ja, dann muss ich nur die Strecke halt mal unterbrechen. Genau. Dann mache ich jetzt mal Pause. Hier ist auch gerade kein Zug. Das ist ganz gut. Hier sind gar keine Züge. Da hinten ist ein Zug. Ja, und das... Und da ist einer. Okay, der kommt gerade zum Bahnhof. Dann abreißen. Abreißen ist immer gut. Mach ich mal das Stück hier irgendwie so, ne? Das ist ja, ja, ganz gut. So, Zug. Das ist jetzt die äußere. Das ist die äußere. Das geht nicht. Wegen der Straße. Wegen der Straße. Und dem, wegen dem Ding. Ja, dann reißt doch erstmal das Ding noch und die Straße ab. Das ist ja kein Problem. Oh Gott, ihr macht mir Sorgen hier. Das ist die Frage, wo legen wir die dann lang? Weil wir müssen sie ja vorher legen. Können wir sie nicht nachher legen? Zu versuchen. Wir haben ja genug Geld, so ist es ja nun nicht. Ja, das ist leider auch über der Raffinerie, die können wir nicht abreißen. Das ist ja schade. Die steht da leider. Können gucken, ob wir hier so dazwischen durchkommen irgendwie. Ich baue das mal erstmal so, ja. Ja. Und ich guck mal ganz kurz, ob man da noch irgendwie eine Straße dann da lang ziehen kann. Das na, geht na, nämlich nicht, unten, leider. Oder? Naja, aber das sind halt die Brückenpfeiler jetzt, also... Ja. Also erst abreißen, die Straße so schräg bauen. Ja, und irgendwie dann so. Es ist wieder mal zum Heulen, so. Zweispurige Straße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50? Nee, die wollen wir nicht. Bauen wir eine Landstraße. Ich will... Ja, wollte ich ja eigentlich auch. So. Soll ich die jetzt hier so nach unten so bauen? Ja, so in etwa. Hätte ich, oder noch ein bisschen schräger. Gerne so? Ja. So. Und... Reicht es, um bis zur Raffinerie dann zu kommen? Ja, ne? Können wir ansonsten hier auch nochmal irgendwie eine Zuführungsstraße bauen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja. Die Millisekunde, die sie da länger fahren müssen. Ja. Ah, das wird wieder schwer, jetzt noch eine zweite daneben zu kriegen. Ja. So, das sieht doch gut aus. Unten wie möglich. Das war dann hier wirklich der unterste Punkt. Ne, grad. Hallo. Ja. Ja. Na, wenn man minimal mit der Maus wackelt, ist sofort wieder weg. Hat ja nur 450.000 gekostet. Hm. Okay. Achso, ich muss ja die Brücke erst beenden. Das haben wir letztes Mal rausgefunden. Beim Tunnel, ne? Genau.
Geschwindigkeit war jetzt auch noch völlig in Ordnung gewesen. Ne, auf 177 und da sogar 300 auf der Brücke. Ja. Also passt. Also mit 300 wird nie ein Zug fahren bei uns, aber scheiße. Ja, schade. Mann, diese Straße. Die macht mich fertig. Ja, das war nix. Ja, guck mal von der anderen Seite. Das will er wirklich nicht. Also, ach Mann. Das ist halt immer mit den Straßen und den Brücken, da müssen sie noch ein bisschen flexibler. Warum kann er denn da die Dinger nicht einfach so ein bisschen auseinanderziehen? Ja. Das ist doch nur Optik. Also der berechnet doch da jetzt keine echte Statik von der doch, Brücke. Doch, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde es ja woanders lang führen, aber geht leider nicht. Also. Dann reichst du den anderen auch nochmal ab. Den hier. Ja. Und versuch das wirklich so senkrecht wie möglich auf den. So, wir gehen, wo gehen? Also, das musst du ja noch nicht bauen. Was meinst du? Na, das Stück Straße, so wichtig ist das denn nicht. Also, ich muss nur hier, meinst du? Ja. So was bauen, irgendwie. Ja. Dann hoffen, dass er da mit beiden rüber geht. Irgendwie so? Ich weiß es nicht, ich habe das jetzt gerade den Winkel nicht im Kopf, wie der aussehen muss. Gut. Jetzt ist die Raffinerie wieder im Weg. Ach so, weil ich das erstmal, ja, ich habe es ja einzeln gebaut. Ich weiß. Ich habe schon wieder vergessen. Muss doch nicht so dicht an die Raffinerie rangehen, das ist vielleicht so besser. 160 ist auch okay. Für dich vielleicht. Du meintest mal, solange es über 150 ist, ist es in Ordnung. Das Problem ist jetzt, dass ich das ja gerne auch bis dahin bauen würde. Nee, das geht nicht. Das darf ich nicht. Ne? Das ist schön. Schön ist das. Schön. Bringst du gleich bis hinten ran. Das ist jetzt auch egal. Das ist doch alles nur Geld. Geld ist ja nun gar nichts wert. So, außer Geld wert. Ja. 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 Sehr schön. Ach, du sagst, es funktioniert nicht. Klar funktioniert das. Ich habe gesagt, es funktioniert nicht. So. Das und... Ja, das Stück Straße kannst du noch da... Das können wir auch später noch abreißen. Da den Bahnübergang noch und... Mit Tunnel, meinetwegen, ist mir egal. Das Stück brauchen wir ja nicht mehr. Genau, das kann auch weg. Der ganze Schmu hier. Ich finde es schön, dass wenn du hier vorne was abreißt, das Stück stehen bleibt, der Tunnel weggeht. Ja, absolut korrekt. So wäre das in der Realität auch. Also ja. Oh, da war jetzt aber ein Fahrzeug gerade noch. Ah, oh, das hat sich jetzt darüber teleportiert. Nee, jetzt steht es im Wald. Ah, nee. Nee, gerade eben stand es im Wald. Da, siehst du? Es ist Schrödingers Fahrzeug, Schrödingers LKW. Mal ist er im Wald... Je nachdem, ob man hinguckt. Ist aber nicht schön. Na, egal. Es geht schon auch ein bisschen. Es ist ein Fahrzeug im Weg. Nee, es ist daneben. Ach, lass es so, ist egal. Lass es einfach so. Komm. Aber es ist nicht schön. Ist mir egal. Wir mögen doch schön. So, jetzt muss ich aber hier das alles wieder herrichten. Hier brauchen wir eins. Hat er sogar sich gemerkt. Oh, das finde ich ja super. Ich bin so glücklich. Auf die andere Seite vielleicht? Ja, perfekt. Das hat er sich auch gemerkt. Oh, Sehr schön. Das ist alles wunderbar. Aber er hat sich natürlich das hier nicht gemerkt, ne? Was? Ja, die Blaulinie. Die Blaulinie machen müssen wir auch noch. Die ist ja abgebrochen. Die ist ja noch nicht durchgezogen. Die musst du auf der anderen Seite auch noch durchbringen. Hä? Wieso? Nein, da ist ja ein Ende. Über Motzen ist er noch nicht gefahren. Du musst jetzt noch schnell ihn verbinden auf der anderen Seite. Ach so. Du sagst. Ja. Da hast du recht. Das ist hoffentlich nicht so schwer. Schnellin, ja. Ja, da können wir. Das ist jetzt mit dem Zug blöd, ne? Das hätten wir uns vielleicht vorher überlegen sollen. Der ist jetzt hier auf einem Hohlgleis, der kommt nirgendwo hin. Dann lassen doch wenn. Ja, muss ich wohl. So, Zügchen. Ja, das hast du auch schon gemerkt, ne? Bist ein ganz schlauer. Halt mal an. Okay, wenden. Fahren. Und dann in den Bahnhof am besten, oder? Also, weil er im Bahnhof ist, dann jetzt hat er die Richtung gewechselt. Das heißt, alles wird auf der Linie kaputt gehen, aber... Ja, gut. Das können wir uns dann angucken.
Ja. Jetzt Bahnhof eingefahren. Ja, stopp. Mir fällt gerade auf, einfach nur, weil ich dran denke, du hattest ja gerade eben gesagt, wir haben überlegt, ob wir hier noch so eine Außenverbindung schaffen. Ja, eigentlich wollten wir eine Ringbahn bauen, genau. Vor 10 Folgen oder so. Nee, die Ringbahn sollte aber über Königswinter gehen, weil das unsere Hauptstadt ist. Aber wir können natürlich durchaus hier hinten die Stadt Irxleben und Kratzhöfle und die Stadt, die jetzt unten ist, die hier, einfach und noch so verbinden mit einer Extralinie. Mit einer Extralinie und genau. Die dann hier rüberführen. Und die nach Schnelllinien führen. Das heißt, in Schnelllinien wäre es günstig, wo jetzt auch noch Platz ist. Und ein Zug steht. Und ein Zug steht. Wenn wir dann jetzt einfach noch den Bahnhof abreißen. Jetzt, wo die Linie sowieso kaputt ist. Ja, ich lass mal. Nee, lass die weiterfahren einfach. Ja, meine ich ja. Lass den Zug. So, jetzt steigt mal alle. Nee, neuer. Die armen Passagiere, die alle Richtung wollen. Ja, die haben jetzt Pech. So, ja. Wir müssen ja nur aus dem Bahnhof. Ja, gut, da ist natürlich jetzt noch ein anderer Zug. Jetzt steht ein anderer Zug da, der will. Aber der ist im Bahnhof, das heißt, der kann jetzt hier gleich losfahren. Nee, der will jetzt auch auf das Gleis rauf, oder? Das sagst du. Ja, scheiße. Ah, wir haben den Elektroschnellbus. Ja, guck mal da. Lass den auch nochmal wenden, bitte. Dann müsste der nämlich fahren. Ach, kannst du den vielleicht ins Depot schicken? Dann ist er nämlich. Ich schicke den ins Depot. Hast recht. Oh Gott. Und dann bauen wir die Linie einfach nochmal wieder. Gut, dass sie jetzt gerade mal wieder gelaufen ist und 3,5 Millionen. Naja, dann hat sie ja ihren Sinn gemacht. Wir haben gleich 100 Millionen. Wenn ich das Achievement hier nicht schon hätte auf dem Account, hätten wir es dann jetzt. Ja. Dann können wir den eigentlich auch ins Depot schicken. Dann macht er uns keine Sorgen. So. Ja. Gut, dann haben wir das. Jetzt wird hier der Bahnhof abgerissen und die ganzen Leute sterben. Ja. Es sind ja nur nichts wartend. Na, weil er keine Linie mehr fährt. Achso. Aber da stehen noch Leute. Gut, dann sind das Leute, die haben nie existiert. Sie haben nie existiert. Nein! Aber da ist kein Fahrzeug. Aber welches Fahrzeug denn? Da ist doch. Da ist kein Fahrzeug. Der ist doch wirklich ganz woanders. Vielleicht will noch einer von der anderen Seite dahin. Nee, jetzt okay. Jetzt geht's. Gut. Stopp. Bahnhof vierspurig. Oh, ihr macht mir alle kaputt, ey. Ja, perfekt. Passt sogar. Passt sogar, habe ich gesagt. Geht doch. Aber ich würde den Zug dann jetzt ans obere Gleis anbinden, weil der andere, da müssen wir nicht kreuzen lassen. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. So, abgerissen. Ja. So, wo kommen wir denn jetzt her? Von hier, ne? Sag mal, soll ich vielleicht in der nächsten Folge weitermachen? Na, das macht so viel Spaß. Na gut, du darfst. Ich meine ja bloß, wir müssen die Folge nicht immer 120 Minuten lang machen. Das stimmt, haben wir schon so oft gemacht. 120 Minuten Folge. Ja, ist dir jetzt noch nicht aufgefallen? Also was machen wir nächste Folge? Wir verbinden die blaue Linie hier unten mit der Stadt, mit Schnelllinien. Genau. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht demnächst dann hier hinten noch die Städte anbinden. Genau, oder ob wir den Ring auf der anderen Seite fertig machen oder ob wir was ganz anderes machen. So viel zu tun. So viel zu tun. Unglaublich. Es wird spannend. Bleibt dabei.